Willkommen zurück zu Scribblenauts Unlimited. Heute haben wir die drei Raketen vor uns. Wir haben den Mond, das Alien und die Großrakete. Und wir fangen an, denke ich, mit dem Mond einfach mal. Und zwar Kanakrates. Zwei große Starrites und 9 Splitter. Und wir sind tatsächlich auf dem Mond, also die Beschreibung hat es ganz gut getroffen. Und ich muss eine Sache sagen, wir haben heute Dale als Charakter und ich dachte mir, wäre doch richtig cool, so ein Hoverboard zu haben. Und als ich das Hoverboard eingegeben hatte, wurde ich mit einem Splitter belohnt. Ich weiß nicht wieso, ich vermute Back to the Future Referenz Whoopidoo, hier hast du deine Belohnung. Das könnte ja gut heißen, dass hier in dem Spiel Sachen versteckt sind, die nicht unbedingt mit Aufgaben verbunden sind von anderen Leuten. Aber gut, wir fangen an mit Madame Alien. I have no idea what this thing is saying. Ja, wir haben hier eine Kuh logischerweise. Mal gucken, was können wir denn? Können wir vielleicht sagen Speaking? Okay, also Speaking so hilft erstmal nicht. Vielleicht müssen wir dem Ding ihr Ohren geben. Scheint nicht der Fall zu sein. Remove. Auch sehr interessant zu sehen ist, dass wir wirklich auf dem Mond sind. Die Gravität ist zwar immer noch ein bisschen vorhanden, aber ein bisschen anders gleichzeitig auch noch. Wir könnten mal gucken, ob wir dem der Kuh einfach mal ein Megafon in die Hand drücken könnten. Nope, können wir leider nicht. Schade, wenn Speaking nicht funktioniert. Vielleicht können wir hier sagen sowas wie Understanding oder sowas. Listening vielleicht? Irgend sowas. Mir fällt es ein bisschen schwer zu sagen, was man... Language Book oder irgend sowas? Nee. Das ist gar nicht einfach. Das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, wir lassen ihn mal ganz kurz ruhen. Und gucken, was die Lunar Lander zu sagen hat. Clear the ground for landing. Das heißt wohl, vermute ich, die drei Dinger seien weg. Flames. Nee, Flamethrower ist nicht gerade geeignet. Das ist der Stein. Rocket Launcher. Yes. Und das Schöne ist, wir können damit einfach fliegen. Und noch einmal. Wunderbar! Yay! So, und wir waren dabei. Also das heißt definitiv, dass die Mondlandung auch passiert ist. Sehr schön. Und hier haben wir gleich die... ich jemanden der Pflanzen erlegen will. Give me some vegetation to grow on the moon. Grass? Ah. Ja, das tut's. Wir hätten auch einfach wie Tree oder Flower nehmen können. Also da waren viele Möglichkeiten vermutlich zu nehmen. Hier ist allerhand Zeug herumfliegen. Wir haben wieder meinen Bruder hier. Give me something to propel myself back to the space station. Rocket. Okay, dann bleibt da liegen. Ja, nehmen wir das Jetpack. Ich denke, Jetpack ist das sicherste. Adrift in space. Und jetzt können wir als Bass spielen. Bass. Ja, wir haben sie hier noch. Und hier drüben haben wir einen Dune Buggy. Dare to jump over the crater with a lunar rover. Right. Okay. Hat funktioniert. Das Ding fährt sich leicht merkwürdig. Der Sprung zum Beispiel selbst war merkwürdig. Keine Ahnung. Er ist so extrem in die Luft geschlagen. Warum ist er ein Eskimo? Oder ein Inuit, wenn man schon richtig sagen möchte. Hier ist allerhand merkwürdiges Zeug los. I need a vessel to pursue the space whale. Hi.
Flying Monkey. So schreibt man nicht Monkey. Okay, das machen wir nochmal. Oh, daraus wurde Money. Flying... No! Warum sind Flying Monkeys böse? Flying... Friendly. So schreibt man nicht Friendly. Friendly. Sag mal. Ja, so. Flying... Flying Elephant. Yes! What? Elefant hat Feuer gefangen. Okay. Das scheint dem Ding auch ein bisschen egal zu sein. There has to be cheese here. Give me something to help. Mine for it. Drill. Hier. Ach, come on. Uff. Oh, er hat's doch getan. Okay. Das sah erst aus, als würde er damit überhaupt nicht was anfangen wollen. Was ist mit der Kiste da los? Ah, das ist eine Flying Smelly Pizza Box. Ja, okay, dass das irgendwann passiert, sollte eigentlich zu erwarten sein. Und das ist die Erde. Broken? Können wir die kaputt machen? Ich will testen, ob da irgendwas passiert, wenn man die kaputt macht oder sowas. Destroyed. Schade. Wäre lustig gewesen, wenn dann hier irgendwas passiert wäre. I can't see Earth because this asteroid is in my way. Tiny. Jetzt solltest du es doch sehen können, oder? Ah, pick up. Tada! Damit haben wir den nächsten Star Ride bekommen. Okay, lassen wir mal den Schokokeks wieder in Ruhe. Und kümmern uns hier um den Kollegen von Star Trek. Help me collect the space junk in this trash can. Wie sehe ich bitte aus? Oh Gott, hier eins. Phil. Swish. Das Ding ist echt cool. Kann gut nachvollziehen. Also ich hoffe, dass wir die in 3 Jahren auch haben werden. Oder, nee, 2 waren es. 2 sind es mittlerweile schon. Zack. Und was ist noch? Müll. Bist du Müll? Flying Huge Bolt. Du gehörst jetzt auch zu Müll. Mir egal. Vermute nicht, dass die... Nee, kann man nicht damit verbinden. Also gehen wir hin und... Tada! Galaktischer Müllsammler. Okay, jetzt kommt das große, große Problem. Wie schaffen wir, dass die beiden miteinander reden können? Wir können auch hier nochmal Talking noch machen. Bla, 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 bla. Nope, das tut's nicht. Oh, Moment, Moment, wir probieren was anderes. Ein Translator, vielleicht tut's das. Yes! Das ist aber wirklich das Einzige, was mir so wirklich einfällt, was man hätte nehmen können. Denn so, wir haben versucht, dass sie sprechen kann, wir haben versucht, dass sie verstehen kann, aber es hat nichts getan, also müssten wir den Mittelmann nehmen. Gut! Wir haben Martians invading from space. Ward off the incoming invaders. Martians are invading the lunar settlement. Create something that will chase away the invading alien cats. Friendly alien dog. Und der ist überraschenderweise auf unserer Seite. Oh no! The cats are gone, but now the Martian dropped off space zombies. They look hungry, write something to feed them, and maybe they will go away. Bad brain? Ach, die haben sich gegenseitig geprügelt. Yes, abgelenkt.
The Martian destroyed the entire farm. Right, a place to live that will withstand the Martian's attacks. Ja, während ihr euch hier prügelt, gehen wir mal ganz kurz dahin, um wenigstens auszuhelfen. Bunker! Wir wollen einen Bunker haben. Aha. Ja. Oh, das tut's auch. The Martian changed the sprout into a man-eating plant. Do whatever it takes to protect the shelter from this creature. Flamethrower. Und in den Kampf! Attack! Attack! Haha. Hätte ich vielleicht gleich auch bei den Zombie... Warum ist da ein Spiegel? Huh? Deswegen. Ja, und damit haben wir es geschafft. Die bösen, bösen Margen haben ab ihr Wert. Und oh, man kann so relativ gut springen hier. Damit sind wir bei 80 angekommen. Das ist schon richtig, richtig gut. Und wir gehen gleich über zu unserem schwarzen Etwas-Loch. Komm closer, okay. Black Hole. Create objects to clog the black hole. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Oh no, that black hole threatens to destroy our planet. Blame someone who can study it inside of the cannon. Your fat mama. Young. Okay, noch einmal ganz kurz. Black Hole threatens. Place someone who can study it inside of the cannon. Soldier? Good sized super cannon. Sollen wir es vielleicht nehmen? Oh, okay, da war einfach jemand. Nope, Operator, ist das vielleicht zu allgemein? Ich vermute ja, aber... Ach komm, Operator, Haha, wunderbar! Wir gehen aber mal mit Scientist. Ist das nicht so wirklich hundertprozentig das Richtige? Aber er nimmt. It doesn't look like the researcher is coming back. Try to clog the black hole with something hairy. Cat? Okay. Uh-oh. The hair didn't work either. Try using the cannon to drive something into the black hole. A van. Schmeißen wir da jetzt wirklich random Zeug rein? Irgendwas? None of the solutions are working. Now it's time to use force. Load the cannon with something that will blow up the black hole. Yes! Finally, nukes! Yes! Bam! The researcher has the solution. Make the black hole implode by sending in another object with immense mass. Quick! Load the cannon! Ja, man. Ach, come on! Problem ist, ich muss sie jetzt rausnehmen und sofort verschwinden lassen. Tank? Ist das etwas, was große Masse ist? Nope. Schön, wie das Ding in der Luft liegt. Saturn? Schmeißen wir einfach einen Planeten? Oh ja, wir schmeißen einfach Planeten rein. Und der Pup ist aber ein Star Ride raus.
Yes, schön in der Luft gefangen. Und damit haben wir 81, das Level ist geschafft. Und wir gehen zurück zur Erde, um dann wieder nach oben vermutlich geschossen werden zu können. Und zwar gehen wir zu einem Palindromeda. Zwei große Starrites und sieben Splitter. Oha, wir sind also in einer Alien-Basis. Ich habe zwar nur die Standard-Aliens gesehen, aber mal gucken, was uns auch entgegenkommt. I need something brainless to inhabit. Ja, Mann. Es funktioniert. Tada, Brain Drain. Und die haben da Actionfilme. Wir gucken erstmal hier unten weiter. Okay, hier unten ist schon nichts mehr. Dann gehen wir hoch und reden mit Mr. Schwein. Give me something from the farm. Wheat. Wow. What? What? Warum ist das Ding auf einmal gestorben? Und untot geworden. Bahn? Und hat gleich... What? Von mir aus. Wir gehen hier gleich weiter. Und treffen... Warum bin ich jetzt tot? Erneut Undertale. Das ändern wir mal ganz kurz, ja. Danke. Truckerville, I'm craving a bite to eat from Earth. Ich meine, wir jetzt echt nur eine Etage tiefer gehen müssen. Bacon, come on. Ist doch kein Bacon. Homesick Stomach. Aber gut, so. Jetzt können wir hier mal langlaufen. Haben hier die interessantesten Sachen, aber... okay, da können wir noch zwar weitergehen, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hoch, machen die Stelle. Und oh mein Gott, da sind die ersten Bösewichte. Help me find some non-language-related way to communicate with the Martians. Blackboard? Das sollst du doch eigentlich tun, oder? Chalk? Brauchst du noch ein bisschen Writing? Da hättest du... Okay. Dann nicht. Ich könnte wieder einen Translator probieren, aber das ist diesmal vermutlich nicht der Fall. Help me find some non-language-related way to communicate with the Martians. Sign? Gehen wir vielleicht einfach hier so... Nope. Weiterhin nicht. Ich würde mir einfach Zeichensprache oder irgend sowas geben, aber... Was gibt's noch? Er will definitiv nichts zum... Vielleicht gehen wir einfach mal hin und sagen einfach hier einem Stift. Boah, wie groß ist der Stift, bitte? Das ist gar nicht mal so einfach, denn ich denke, die Dinger, die an... Wow, what? Das ist definitiv ein Vieh. Give me something to the Earth. Television. Come on. Google. Haben die Google? Schade, die haben nicht Google. Telescope. Yes! Oh oh. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Jetzt kommt der Geisteskranke da zu uns. Android, I want to look human. Beep boop, bap boop. Du kriegst eine Perücke. A wig, nicht a pig. What? Du trägst das Ding falsch. Okay, jetzt habe ich also so ein Gigantovieh auf die Erde losgelassen und jetzt ein Shapeshifter im Endeffekt. Was gibt es noch? Was gibt es noch? Ja, das überlegt irgendwas mit Farben oder so, aber das ist eigentlich auch nicht. Wir haben
irgendwas zum Schreiben versucht, dass man vielleicht Bilder machen kann oder sowas. Moment, vielleicht ist er wirklich so Picture. Nope. Oh, Moment. Music Box vielleicht, dass man sagt irgendwie... Yes! Und wir haben Brotherly Love freigeschaltet. Wir haben also vermutlich alle Brüder freigeschaltet. That's pretty nice. Und die haben einen ziemlich groovigen Beat drauf. Okay. Wir haben fast alle. Das heißt, wir gehen noch jetzt nach unten und gucken, was sich da am anderen Ende noch versteckt. Baby, give me a superpower. Invincible. Ich denke, das ist... Habe ich das schon wieder falsch geschrieben? Invisible Man. Gib mal Invisible... Ich dachte, ich hätte ein Dings gemacht. Habe ich Create Object vermutlich gesagt. Invincible. Oh, er ist sofort zum Superhelden geworden. Oh, ganz stolz darauf. Gut. Splitter sind es schon wieder. Das heißt, wir können schon wieder auf die Quest stürzen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach, weil er hier daneben uns steht, mit dem Nerd an. Come closer to me. Help the robotist defend against the invading monsters. Help the robotist defend the city. Give him something strong yet malleable. Laser rifle. Beep boop. Nice. That worked great. Now let's make it more agile by making it partially living. A heart. A organ. Yes. Wir haben die Technologie dafür. Oh mein Gott, das Ding sieht ja voll fertig aus. Oh, Flying Monkeys. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass das viel besser wird und im Endeffekt unverwundbar. Let's make it even more powerful by adding a prehistoric creature. Dinosaur? Okay. Schmeißen wir noch einen Dinosaurier dran? Holy shit. What? Okay, ganz kurz. Shoggoth. Ist das viel? Oh, unser... Monster Metall T-Rex ist extrem gut. If it could fly, it would be unstoppable. Not even wings. Demonic wings, yes. Okay. Hat aber auch nur die Hälfte mitgenommen. Wow, what? This is... Oh, Mecha. Nice. Und das Ding ist sofort draufgegangen, ohne Chance. Aber auch bam. Ins Gesicht, Ende aus. Immer aus. Front line of defense. Das war einfach. Und zu guter Letzt gehen wir hier runter. Und gleich am Anfang. Wow, Zombie Pig lässt mich in. Zombie Pig hat es natürlich sofort geschafft, mich wieder untot zu machen. Und wir haben hier den Escape from Palindromeda. Help the astronaut prisoner escape the alien compound. Das ist ein dickeres Ding vermutlich. An astronaut has been taken prisoner. Get him out of the stasis field. Jamming Device vielleicht? Jumping? Schreibt man das vielleicht Jammer? Jammers? Was sind Jammers? Okay, das ist was komplett anderes. EMP Grenade. Nice. Interact. Au!
Okay, wir müssen das Ding vermutlich werfen. Drauf. Und? Es funktioniert? Come on! Empty! Ach, come on! Warum funktioniert das nicht? Okay, ich kann mich im Endeffekt nur schocken lassen wie ein Blödmann. I've been taken prisoner. Get me out of the stasis field. Okay. Irgendwie habe ich jetzt meine Elektropower genutzt. Looks like those generators are powering the stasis. Okay, ich soll die Dinger einfach kaputt machen. Pistol. Laser Pistol. Wenn, dann bleiben wir schon funky und so. Du bist ziemlich blind. Wunderbar. We've got to get past deadly alien laser gates. Lass mich raten, einfach draufballern tut's ebenfalls. Oh, what? Oh, I see. Okay, ich gehe jetzt nicht daran, sondern Great Object. Hammer, vielleicht können wir dagegen schlagen einfach. Okay, so funktioniert das nicht. Und mich nervt, dass Electrified immer noch am Rumzibbeln ist. Deswegen... Kann man vielleicht sowas wie... Naja, Ghost würde uns ja vermutlich nichts bringen, oder? Wir sagen, wir sind einfach beides Geister. Dann können wir vielleicht da durchfliegen einfach. Nope! Nope. Oh, der ist gestorben. Danke dir. You've got to pass the deadly alien Dingsbums Gates. Okay. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal mit dem Ding noch da drauf zu ballern. Interessant, die Schüsse kommen an. Aber sie tun leider nichts. Ah. Was können wir noch machen? Wir können gerne nochmal die EMP-Grenade jetzt probieren. Das sieht vielleicht eine Situation, nach einer Situation aus, wo es besser funktioniert. Einmal noch. Diesmal schmeißen wir es nicht gegens. Okay, das tut so überhaupt nicht. Vielleicht brauchen wir sowas wie einen Hacker oder sowas, der einfach sagt... Do something. Wir müssen irgendwie an den Dinger vorbeikommen und ich habe keine Ahnung wie, denn... Wir können an den Dingern auch nichts ändern. Weißt du was? Sag mir, was du willst. Lasers can be refracted or deflected. Yes, habe ich mitbekommen. Rocket Launcher. Laser Rifle. Ja, danke, dass du erstmal... Deswegen, ich weiß jetzt nicht so richtig, was mir die Sache sagen will. Laser Launcher oder irgend sowas? Lancer, was denn? Laser Lancer? Ach, nicht auf mich. Meine Fresse. Ja, also der Tipp hat nicht wirklich was gebracht. Lasers can be refracted or deflected. Ja, wir haben gesehen, dass die deflected werden. Ich hab keine Ahnung. Was ist der dritte Invest? Try. Okay. Es bringt nichts. Huge vielleicht. Okay, ich habe einfach ein... Okay, das war nicht irgendwie logisch. Uh-oh. We've got to get past the dog without harming it. Uh.
Sleeping pills. Sleeping pill. Funktioniert immer. Oder nicht? Wir probieren es nochmal. Ist es zwar, aber im Endeffekt boring music. Ja. Okay. Das ist es definitiv nicht. Dann probieren wir boring sleepy music. Nope, das ist dem egal. Einzige davon, nope, niemand ist davon wirklich beeinträchtigt. Dann probieren wir doch aus, ob wir... Okay, wir können das Ding selbst nicht. Wir können vielleicht irgendwie ein Bett dahin schmeißen. Nope, der will sich nicht hinlegen. Okay, was hast du mir jetzt anzubieten? Maybe if we lure him off the edge of the left... Okay. Meat. Okay, also im Endeffekt dürfen wir, schummeln wir uns dahin. Super. Follow me. Los, los, los. Geht's weiter da hoch. Hurry, let's get to the chip. Das wird wohl nicht so einfach laufen, wie es gerade aussieht. Oh no, my ship is broken. How will I get out of here? Robot? Vielleicht kann man sagen, der Robot hilft uns in Automatik. Tisch. Mechanik. Robomechanik. Oh, nice. Beep-boop. Dankeschön. Wie wär's, wenn man mich mitnimmt? Okay, hat nur mein Starlight hinterlassen, aber... Wir dürfen scheinbar nicht mit. Was aber auch nicht so schlimm ist, denn wir haben das bereits geschafft. Und wir haben weiten besser. Warum bin ich schon wieder ein Untoter? Meine Güte. Ah gut, wir gehen zur großen, großen Rakete, die weniger Starlights hat als normalerweise. Die Syntax Station. Ein Starlight 8 Splitter. Okay, bevor wir jetzt wieder irgendwas anfassen, denn ich habe keinen Bock, dass hier alle mit irgendwelchen Nähten herumrennen, fangen wir an. My cow tried to jump off the moon and now she is stuck out there. Bring her back inside. Wie komme ich raus? Ach so. Die sieht eigentlich nicht sonderlich stuck aus. Oh gut. Oh, und ich kann an und für sich auffliegen, aber ich will mein Hoverboard behalten. Weil wir voll viel schneller sind. Okay, das ist eine Quest und wir haben hier Mr. Monkey. The student has escaped the master. I'm willing to trade for his freedom. Bananas. Bananabass. Come on, du willst Bananabass. Das ist nicht mal ein Bananenbus? Okay, ich kenne es als Ziamon. Nikabus Banana. Ja. Oder ich mache einfach empty. Oh. Oh. Hier. Interessant, also wir haben gesehen, man kann nicht einfach das Ding einfach aufmachen. Man kann es schon, aber er wird einfach wieder reingedrückt. Und Bananen funktionieren irgendwie immer. Martian, real humans give them an environment to pose in. Paris. Paris ist nicht. Bordell. Meine Fresse. Dead baby Grave. Wollt ihr nicht schon mal von einem Graveyard posen? Ach komm schon. Jeez. Nice.
Und da ist der Bösewicht. Mad Scientist, help, test the blue teleporter by placing something on it. Dead baby. Thinking with teleporters. Man sollte vielleicht lieber mit Portalen denken, aber... Wenn das ist... Oh, da kommen wir zum Alien-Planeten. Auch sehr interessant. Oh, was ist das? Skinny Long Dead Firefly. Warum nimmt ihr Fireflies... Wow, what? Wow. She-Hulk ist da oben. Und hier draußen komme ich zu überhaupt nichts. Deswegen gehen wir wieder rein. Okay. Warum haben wir sie super aggressiv? Moment, Moment. Madame ist nicht super aggressiv gegenüber einem Corgi. Okay, die Frau ist unsympathisch. We couldn't afford tickets, so she is threatening to send us out through the airlock. Fuck you. Money back. Hier, ab Geld. Hier, Geld. Damn you. Yes. Yes. Warte mal. Ach, schade. Flying Corgi. Kann ich? Yes! Ich kann Corgi mitnehmen. Nice. Das Spiel ist schon doppelt so gut geworden. We hit a Firefly during flight. I can't leave the ship to clean it off. Will you help? Ja, 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 ja. Spielen wir halt Cleaning Boy, gehen raus ins Weltall. Corgi, iss! Erstmal streicheln, yes! Corgi ist meins. Nice. Ich find's so cool, wie er den Helden, der wirklich mitmacht. Swoosh. Okay, 6 von 8, wir sind gut dabei. Habe ich mit dir? Ja klar, dich hatte ich getauscht für eine Banane. Und Bodybuilder, help me work out while I'm away from Earth. Male Bodybuilder. Wird ihr ein bisschen wresteln? Wrestling Cage. Wrestling Cage, ja, danke. Boxing Ring. Will ich das auf den Boden hinstellen? Dann nicht. Ist das wie ein Ergometer? Schreibt man das EMF-Meter? Interessant. Ich werde es nicht benutzen. Interessant, was man so bekommt. Jetzt habe ich es schon wieder gemacht. Zwei zurück. Oh, okay. Never mind. Oh. Wait. Wait. Ja, wunderbar, das sind Bitste. Zero G Workout! Und damit sind wir bei 7 von 8. Und welcher von denen habe ich jetzt verpasst? Vielleicht hier draußen irgendwo? Ja, hier. The Spy. I remember the satellite, but I forgot the Spy Gear. Will you help me? Hilft dir ein Spy Corgi? Okay, tut's nicht. Jetzt halte ich das Ding wie eine Brieftasche. Come on. Ein bisschen mehr Feingefühl. Spy Glasses. Shy Glasses. Spy... Spy... Probieren wir mal ganz simpel Spy Gear. Okay, das macht er nicht. Okay, was könntest du gebrauchen? Laser Pen. Yes. Come on. Das ist ein Ding, damit auch... Nicht klauen. Kein Stress. Okay, weggeflogen. Ich will nicht schon wieder eine Laserpistole. Spy Gear. Bam, 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 bam. Was gibt's? Was braucht man? Vielleicht wirklich irgendwie sowas wie Tiny Pistol, um sich zu verteidigen oder sowas. Yes. Das gibt der Smiley dazu. Okay, der hat sich da jetzt einfach draufgesetzt. Oder rein, wer weiß. Je nach Lust und Laune. Und damit gehen wir bereits zum allerletzten über.
Space Station Infiltration. Infiltrate the Space Station to shut down the Supercomputer. Kann ich meinen Corgi mitnehmen? Nope. League of Evil Scientists are back. Gain the trust to sneak into the compound. The first scientist jetpack doesn't work. Ach, du bist gleich der erste Durchgeknallte. Chargeless. Ja. Charged? Okay, remove. Nicht das removen. Das will ich wieder haben. Pick up. Wir machen Charged wieder weg, würde ich sagen. Oh, Moment, man kann damit interagieren. Au! Damit hätte ich hin sollen. Battery. Battery, Battery. Battery! Yes, das tut's. The evil vegetarian has a hard time finding animals in space. Show me an animal that can live without gravity. Probieren's mit dem Corgi. Corgi ist zwar verängstigt. Brave and flying. Yes! Jeder will Corgi. The neuroscientist has had a hard time teaching this brain. Help it with knowledge. Fanfiction. Ach, come on. Jeder will doch von Fanfin? Magazine. Magazine Butler? Magazine? Ist das ein Magazine? Maine Coon? Okay. Reading. Ah, Magazine, ja, theoretisch könnte auch eine Waffe sein, ja. Hier. Oh, das Ding geht automatisch darauf zu und... Nevermind. Stopp. Jetzt weiß ich über Ponys Bescheid und Musik. The Robo-Hamster has grown so much. Help the scientist ride the Robo-Hamster. Ja, ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass wir hier ein Saddle nehmen. Saddle mit Ds. Haha. The barber has a fiendish haircut planned, but lacks the tools. Give him something to cut the emo boy's hair. Interessant, dass sie das Wort emo benutzen. Aber vielleicht bin ich auch nur jemand, der das negativ ansieht. Chainsaw. Was ist das denn? Hat er den Butter drüber geschmiert? Ich weiß, es soll eine Glatze darstellen, aber im Endeffekt... Oh oh. The final room seems empty. Find a way to shut down the space station. Ich glaube, ich sollte mich heute nicht Dale, sondern Dave nennen sollen, denn ich glaube, ich werde das nicht... Waterhouse. Die gute alte Waterhouse. Pick up. Right. Okay, scheinbar habe ich es auf der falschen Seite angefasst. Tja, das konnte niemand wissen. Okay, vielleicht drücke ich auch einfach nur den Schalter. Naja, okay. Wow. Captured! If the supercomputer gets disabled, the space station should lose power. And the cage will unlock. Okay, wir können ein paar Sachen probieren. EMP Grenade. Wow, what? Wow, der greift mich an. What? Machine gun. I'm not going to go down. Du kleiner Drecksack. Ist er kaputt? Ich brauche irgendwie mal eine Health Potion.
Yes, wunderbar. Okay. Capture of the supercomputer gets aware the space station should lose power and the cage unlocked. Ah, das da oben ist der Superpower. Moment, wir probieren was anderes. Und zwar, wir nehmen einen Hacker. Hacker, los. Rein da. Yes, wunderbar. Oh, es war gleichzeitig, hat er sich aufgelöst. Gut. Space Station Infiltration ist geschafft. Wir sind bei 85 angekommen. Und das ist sehr, sehr interessant. Denn wenn wir kurz in die Übersicht gehen, wir haben das jetzt hier alles geschafft und würden jetzt hier beim nächsten Mal zu Lilly gehen. Wir bräuchten 60. Wir haben also 25 bereits mehr gesammelt. Der Witz ist aber, das Spiel hat 106 Star Rides. Also, wir haben auch noch ein paar vor uns. Und ich dachte halt wirklich, dass jetzt Madame Lilly das Finale ist. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es wirklich der Fall, dass wir mit dem Hoverboard festgestellt haben, dass es so gewisse Sachen gibt, die man einfach selbst herausfinden muss. Und dann sammelt man die Splitter so nach und nach selber, bis man halt alles eben hat. Wir werden es sehen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.